Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video des Alicia Online Updates. So, ja, ich muss mich erstmal dafür entschuldigen. Ich habe tatsächlich letzte Woche ganz vergessen zu zeigen, was reingekommen ist. Da gab es nämlich eine neue Rüstung und zur Feier von Ostern sollten mehr Eier auf der Strecke erscheinen. Ich glaube, das ist auch immer noch drin, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Rüstung auf jeden Fall. Und die zeige ich euch jetzt auch erstmal, bevor ich euch zeige, was noch reingekommen ist. Diese Woche gibt es nämlich eine neue Bub-Mission. So, wir gehen aber erstmal kurz in den Laden. Und zwar ist letzte Woche diese super lustige Carrot-Chaser-Rüstung reingekommen. Ich finde, sie sieht super, super lustig aus. Ich kann mich tatsächlich im alten Teil gar nicht mehr daran erinnern. Vielleicht ist das ja auch ein Part der Daten, die aus Alicia Online 2.0 noch übrig geblieben sind. Ich weiß es nicht. Leider, ihr seht es, ist die Rüstung nicht so gut wie die Bonusrüstung, die man jeden Tag geschenkt bekommt. Und zwar hat sie 3 weniger Agilität, 4 weniger Kontrolle, 4 weniger Tempo und auch 3 weniger Stärke. Ist also leider nicht ganz so toll, aber ich finde, sie sieht einfach super lustig aus. Ja, das ist letzte Woche dann noch zusätzlich reingekommen. Und diese Woche gibt es eben, wie gesagt, eine neue Herausforderung, eine neue Bug-Mission. Und zwar ist jetzt neu reingekommen Krieger, genau. Krieger mit einem sehr, sehr coolen Outfit. Ich blende es euch gerade nochmal ein, dieses asiatische Outfit. Das war damals sehr, sehr beliebt und ich denke, das wird auch jetzt wieder unheimlich beliebt sein. Ich finde es auf jeden Fall mega schick. Und dieses Buch, ja, das ist so ein bisschen auf den Kampf ausgelegt, sage ich jetzt mal. Deswegen auch Krieger. Und zwar ist der erste Erfolg, nimm das, gib einen Feuerdrachen an einen anderen Spieler weiter. Das Ganze muss 5-mal gemacht werden. Wir müssen außerdem 5-mal einen Spieler mit einem kritischen Feuerball angreifen. Wir müssen 5-mal einen Spieler angreifen mit einem Feuerball, der mit Rache markiert ist. Das heißt, auf den wir Revenge haben, den müssen wir mit einem Feuerball angreifen. Außerdem müssen wir 5-mal innerhalb eines Rennens 3-mal denselben Spieler mit einem Feuerball angegriffen haben. Ich weiß, das klang jetzt etwas blöd. Also wir müssen in einem Rennen einen und denselben Spieler 3-mal mit einem Feuerball angegriffen haben. Und das muss 5-mal geklappt haben. Vielleicht etwas weniger verwirrend. Außerdem müssen wir einen Spieler innerhalb von 3 Sekunden mit einem Feuerball angegriffen haben, nachdem sein Schild abgelaufen ist. Das ist ein bisschen tricky. Das Ganze müssen wir auch 5-mal erledigen. Außerdem einen Spieler 5-mal mit einem Feuerball abschießen, der gerade sich in der Luft befindet und am Fliegen ist. Wir müssen 3-mal erfolgreich Rache an einem Spieler nehmen. Und wir müssen den Spieler, der auf Platz 1 ist, mit einem Feuerball angegriffen haben. Und zwar 3-mal. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Challenge, dieses Buch. Ja, wie man unschwer rausgehört hat, alles nur in Magierennen machbar. Hier könnt ihr nichts in Speedrennen von machen. Für mich nicht weiter tragisch, weil ich sowieso Magie viel, viel lieber spiele. Ja, das ist jetzt heute neu reingekommen, diese Mission. Und wie gesagt, ich liebe dieses Outfit einfach nur. Es ist so wunderschön. Es ist ein Träumchen. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es kommenden Freitag aussieht, da ich noch nicht genau weiß, an welchen Tagen ich bei Cash bin und reiten werde. Aber jetzt am Montag ist Fabian nicht zu Hause. Und dementsprechend ist nicht so viel Zeit schon mit Streams belegt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach für die Dauer, die ich rendere, dass ich für die Zeit einfach mal ein bisschen AO streame. Jetzt nicht die ganze Zeit über, weil wenn ich währenddessen spiele, dann verlängert das natürlich die Renderdauer und ich habe diese Woche noch einiges, was ich erledigen muss. Aber so 1-2 Stündchen könnte ich mir dann schon vorstellen, dass wir vielleicht mal ein paar Rennen machen. Ich weiß noch nicht um wie viel Uhr, das wird sich alles noch zeigen. Ich will mich jetzt auch nicht hundertprozentig darauf festlegen, aber ich habe mir gedacht, das wäre eventuell mal eine Möglichkeit. Okay, ihr Lieben. Ich würde mich dann verabschieden vom Update. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Rüstung von letzter Woche und was haltet ihr von der neuen, ja, vom neuen Outfit für den Spieler? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!